Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von Bord der ganz neuen AIDA Cosma. Ich bin ja relativ lange dieses Mal unterwegs und zwar insgesamt 13 Nächte. Ja, und jetzt sind sogar schon 10 Tage rum und jetzt gibt es erstmal eine Folge hier von More on Board, nachdem ich schon Rundgang und Kabinen und gedreht habe und mich mit so vielen von euch schon hier unterhalten habe, die alle an Bord sind. Also Wahnsinn. Ja, wir werden uns unter anderem mal angucken, die neuen Restaurants hier an Bord. Das ist ja ein Unterschied im Vergleich zur AIDA Nova beispielsweise. Jo, ich bin jetzt eigentlich fast bereit fürs Abendessen. Ich habe jetzt mal reserviert für 20 Uhr. Wobei, so im T-Shirt, also man könnte da hingehen, aber ich werde zumindest dieses T-Shirt nochmal austauschen durch was anderes, wie ein Polohemd oder so. Sieht ja doch einen kleinen Tick angezogener aus. Ja, ich kann mal umdrehen und zeigen, wo wir hier gerade sind. Also wobei, viel sieht man natürlich gar nicht. Wir sind jetzt unterwegs hier zwischen Cadiz und Malaga. Da kommen wir dann morgen an. Das ist dann schon auch der letzte Hafentag. Wenn wir mal gucken, Kabine hier auf Deck 15 und man kann hier gucken auf den Außenbereich vom Spa. Der hat bis 23 Uhr geöffnet, aber wir sehen, ja, so wirklich viel ist da unten jetzt nicht mehr los. Ja, 19.54 Uhr haben wir es. Und ich würde vorschlagen, jetzt mal ab zum Essen. Ich bin sehr gespannt. Mama Mia, Pizza habe ich schon ausprobiert neulich. Die war so, ja, untere Mittelklasse. Also fand ich jetzt nicht so doll vom Teig her. Deswegen bin ich mal gespannt, gerade was Pasta und so angeht, was es da heute gibt im Mama Mia. Man kann einen Teil der Sitzplätze in den Restaurants übrigens von zu Hause aus buchen. Ansonsten macht man das im neu gestalteten Bordportal und neu gestaltet, das klingt erstmal nur, dass es jetzt alles schöner aussieht. Nee, es ist auch funktional sehr, sehr, sehr viel besser alles. Ja. Man kann also verbindlich hier die Restaurantplätze buchen, muss das nicht noch irgendwie rückbestätigen mit irgendjemandem oder so, ist alles gut gemacht. Also wenn ich jetzt sage, hier Chotas Guerilla morgen 20 Uhr, zack, würde ich gehen auf Buchen, kann das Ganze dann gleich in den Kalender sogar eintragen. Ja, also das ist wirklich richtig gut gemacht. Das ist jetzt hier auf AIDA Cosma definitiv eine deutliche Verbesserung. Und ihr seht, ich trage auch noch Maske, denn die Kreuzfahrtwelt ist sich im Moment noch nicht so ganz einig. Ja, die amerikanischen Schiffe haben zum Beispiel Maskenpflicht schon aufgehoben, aber hier bei den Schiffen auf dem deutschsprachigen Markt, da ist es noch so, dass in den Innenräumen noch Maske getragen wird. Das Konzept hier in Mamma Mia ist ja, dass man die Speisen inklusive hat. Die Getränke müsste man bezahlen, es sei denn, man hat ein Getränkepaket. Ja, und was haben wir hier? Guck mal, hier Vorspeisen, Vitello Tonnato, gemischte Antipasti oder aber Salate, Brotsalat, Tomate Mozzarella, Kopfsalat mit Thunfisch. Es gibt jede Menge Pizzen. Wie gesagt, da waren die Erfahrungen jetzt bislang nicht so gut, deswegen bestelle ich die dieses Mal nicht. Dann gibt es Suppen, Tomatensuppe, Parmesansuppe und jede Menge Pasta-Gerichte. Werde ich, glaube ich, auch gleich mal ausprobieren. Hatte ich nämlich auch noch nicht. Risotto, das soll ganz gut sein, wurde mir erzählt zumindest, also gerüchteweise. Und dann haben wir Rinderfilet sogar, ja, gibt es auch. Mal gucken, was ich gleich wähle. Und zum Nachtisch, ach so, Nachtisch fehlt hier, aber den Nachtisch gibt es auch. Hier gibt es noch Miesmuscheln zum Beispiel, Dorade. Und der Nachtisch, der steht wahrscheinlich nur online. Da gibt es Cassata unter anderem und Mascarpone mit Blaubeeren. Und da ist er auch schon. Das hatte ich als zweiten Gang bestellt, aber es kommt als erster. Aber ich bin ja flexibel. Parmesansuppe mit Croutons. Ich hätte beinahe Croissants gesagt, mit Croutons, ja. So, der erste Gang jetzt als zweiter Gang. Ein paar gemischte Antipasti. Ja. Was haben wir hier? Gemüse, dann Oliven, dann etwas Schinken und Parmesankäse. So, bevor jetzt einer den Käse erkannt hat, das war natürlich kein Parmesan. Nein, es war Pecorino. Ja, also so viel Zeit muss sein. Und hier sind meine Tagliatelle à la Chef. Ja, das ist jetzt durchaus auch eine Hauptgerichtsportion. Ach so, ein Löffel wäre jetzt vielleicht noch schön gewesen, den habe ich jetzt nicht. Aber gut, ich meine, das machen die Italiener ja sowieso nicht. Aber jetzt bin ich natürlich gespannt. Bin ja immer jemand, der da sehr kritisch ist bei Pasta. Also schauen wir mal. So, mal aufgerollt hier. Also. Es ist... Ich glaube, man hätte sie noch mit mehr Salz kochen können. Das ist immer, das ist eigentlich der Trick Nummer eins, dass man wirklich das Kochwasser abschmecken muss, dass es wirklich ordentlich richtig Wumms hat. Also ich nehme immer so, was weiß ich, 14 Gramm Salz pro 100 Milliliter pro 1 Liter. Weil das hat so, das wird sonst schnell fade. Das Problem habe ich hier, glaube ich. Ja, also das fehlt so ein bisschen hier, das Salz. Aber ansonsten, so schmeckt gut, ja.
Gucke mal, den Nachtisch habe ich jetzt hier mal bestellt. Den kann man auch von der Eisbar bestellen, nebenan. Dann hat es allerdings den Nachteil, man muss es bezahlen. Kostet dann die Kugel 1 Euro jeweils und Sahne 40 Cent. So, aber hausgemachtes Eis hier. Schiffsgemachtes vielmehr, nicht hausgemacht. Aber so. Und man hätte sonst noch Cassata nehmen können oder Mascarpone-Creme mit Blaubeer. Aber das kannte ich schon, also jetzt lieber Eis. Ja, das Eis ist sehr, sehr lecker gewesen. Und ja, also Pasta, wie gesagt, ne? Salz das Nudelwasser, schmeckt es ab. Das sagt Franz Schneed, auch der AIDA-Genussbotschafter. Das muss richtig schön salzig sein, dann schmecken auch die Nudeln noch ein bisschen besser. Also, so, jetzt würde ich sagen, gucke ich noch mal ins Theatrium zu Wayne Morris. Wer kennt ihn nicht? Der ist ja mit AIDA wahnsinnig eng verbunden und ihr hört ihn schon. Also schauen wir mal. Also das muss man dem Mann ja lassen. Eine wahnsinnige Stimmung hat er gemacht, der Wayne Morris. Es ist jetzt so, was so dieses ganz Rockige angeht, ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal angedeutet, das ist nicht ganz so meine Musik. Deswegen dachte ich, na komm, das soll es dann gewesen sein für mich im Theatrum. Ich werfe jetzt noch mal einen Blick hier in den Beach Club. Tanzen im Moment noch nicht wieder erlaubt, aber man kann dort an Tischen stehen und also DJ ist erlaubt und Band ist erlaubt, aber halt, ich glaube heute nur, was ist es heute? DJ oder Band? Wir sehen es gleich. Ja, es ist heute Abend offenbar nicht die Band, es ist der DJ und ja, wir warten natürlich alle sehnsüchtig auf den Moment, wo man dann hier wird wieder tanzen können. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr so lange hin, ja. Aber gut, so kann man irgendwie einen Drink zu sich nehmen und ein bisschen Musik hören, aber alles Weitere dann irgendwann in hoffentlich naher Zukunft dann wieder. Ja, und da dachte ich, da passiert gar nicht mehr so viel im Beachclub, aber von wegen, da begann dann plötzlich eine Lasershow und dann kam noch, hätte ich das Programm mal vorher richtig gelesen, dann kam noch DJ Mokkabi, der quasi so jetzt als Gast da mit dabei ist, der ja irgendwie lange mit AIDA irgendwie schon verbunden ist, gemeinsam mit der Band Connected. Und da war schon, ja, für Corona-Verhältnisse eine relativ gute Stimmung. Ja, es ist halt so, es darf zwar irgendwie gejohlt werden und gewunken werden und was auch immer, aber tanzen ist ja noch nicht erlaubt. Das dauert noch ein kleines bisschen wieder, denke ich mal. Also, ja, das ist gewesen hier der erste Abend. Also, wir sehen uns wieder morgen früh. Bis dahin, gute Nacht. Guten Morgen aus Malaga. Heute hätte ich mir auf dieser Reise mal eine Kabine auf der Steuerbordseite gewünscht. Ich bin ja Backbord. Denn ja, hier hat man von diesem wunderschönen Sonnenaufgang nicht so schrecklich viel sehen können. Ja, den konnte ich dann nur hier auf dem Kabinenfernseher sehen. So, dann gab es erstmal einen Kaffee. Ja, bei AIDA ist es ja so, da könnte man eine Kaffeemaschine gegen Aufpreis bekommen. Das ist ja anders als beispielsweise bei Mein Schiff, wo sie inklusive ist. Aber für mich ist das eben was, ja, wo ich sage, so, ach, so ein Kaffee morgens, das ist schon irgendwie richtig, richtig gut. Ja, bevor ich jetzt zum Frühstück gehe, will ich euch eine Sache auch nochmal zeigen, die ich ganz spannend finde, nämlich was die Safes angeht, da hinten im begehbaren Kleiderschrank. Das hat mir der Florian geschrieben. Wir haben ja einen Safe hier in der Kabine. So, und es ist wohl so, laut Florian, dass diese Safes häufig noch auf Schiffen in ihrem Auslieferungszustand sind. Also, das bedeutet, normalerweise würde ich den Safe verschließen. Dann wähle ich eine Nummer. 1, 2, 3, 4. Verschließe den. So. Jetzt kann ihn eigentlich keiner öffnen. So, wenn der allerdings noch im Auslieferungszustand ist, das ist so ein Produkt, das kommt aus China, habe ich gesehen, kann man für 30 Euro kaufen, da den Safe. Wenn der noch im Auslieferungszustand ist, und das soll teilweise auch auf Schiffen hier des Mitbewerbers aus Hamburg so sein, ja, dann kann man den Master Key eingeben, der nämlich ganz einfach ist im Auslieferungszustand. Also ich drücke hier jetzt zweimal die Raute. So, jetzt steht da irgendwas mit Batterie, das wollten wir nicht. Nochmal. Super PIN, so, nicht Master PIN, so. Und der ist einfach nur 6-mal die 0. Und was passiert? Der geht auf. Ja, also, ich habe das ganze AIDA natürlich mitgeteilt. Die haben mir versprochen, die ganzen Safes sollen umgestellt werden, der Super PIN. Ja, aber im Moment ist es eben vielfach noch so, dass es 6-mal die 0 ist. Und wenn ihr wirklich sicher gehen sollt, dass es nicht mehr die 6-mal die 0 ist, dann probiert das Ganze irgendwie vorher aus, bevor ihr den Safe benutzt.
Das Frühstück gibt es übrigens bis 11 Uhr. Jetzt haben wir es kurz vor 10. Also ja, das ist, denke ich, eine ganz gute Zeit. Und selbst wenn man das jetzt nicht schaffen sollte, dann kann man irgendwie auf die Streetfood-Meile gehen, ins Brot und Stulle. Da gibt es belegte Brote, belegte Brötchen. Und das ist ja eigentlich auch zum Frühstück völlig perfekt. Ne? Kleiner Blick hier mal auf mein Frühstück hier im Belladonna-Restaurant, was ich mir vom Buffet geholt habe. So sieht das eigentlich bei mir ungefähr jeden Morgen aus in ähnlicher Form. Ich nehme eigentlich immer so einen Joghurt, dann habe ich immer diese Gemüsesticks genommen. Ich meine, das ist ja praktisch, wenn man sowas mal hat. Das hier ist kein normales Wasser, das ist Ingwerwasser. So, ja, der Lachs wird hier immer so ein bisschen portioniert. Das ist ja immer der Horror des Küchenchefs, weil der Lachs so teuer ist. Deswegen packt man den in so Schälchen, hofft, dass die Leute nur ein Schälchen nehmen. Eins ist halt ein bisschen wenig, deswegen nehme ich dann zwei. Man hätte aber auch drei oder vier nehmen können, ein bisschen Käse. Ja, und was ich mache, hätte ich früher nie gemacht. Ich habe früher nie morgens Spiegeleier gegessen. Weil ich mal dachte, auch das ist was, was man eher so zum Mittagessen oder zum Abendessen isst. Aber ich bin immer, wenn so das Rührei nicht so mein Ding ist, weil es entweder vielleicht zu trocken ist oder so, dann, oder zu sapschig oder so. Also man hat ja da so seine gewissen Vorlieben. Dann greife ich eigentlich mal so zum Spiegelei. Ja, und Brötchen gibt es natürlich auch. Ja, und ich weiß gar nicht, was jetzt heute los war. Irgendwie hat mir das nicht gereicht. Also da musste jetzt noch mal ein Rosinenbrötchen her mit Erdbeermarmelade. Zurück auf der Kabine, ja mal Zeit für den Wettercheck heute in Malaga. Ja, Regenwahrscheinlichkeit 50%, sagt er, aber erst so 14, 15 Uhr, so ein bisschen. Also ja, weiß man jetzt nicht so richtig, was man davon halten soll. Wobei, wenn ich hier den Balkon sehe, dann würde ich sagen, es hat schon geregnet. Aber nein, es war für heute die Balkonreinigung angekündigt. Der Blick aufs Smartphone ist natürlich immer die eine Sache, aber der Blick nach draußen verrät jetzt, ja, so toll ist es wirklich nicht, 12 Grad im Moment. Also ich glaube, ich ziehe jetzt noch mal ein bisschen was Dickeres einmal an, dickeren Pullover, und dann werde ich mal rausgehen. Ich habe das an irgendeiner Stelle schon mal gezeigt, was ich dann meist mache für mein Aktivprogramm. Es gibt ja dann so Apps wie hier in diesem Fall Komoot oder Outdoor Active zum Beispiel. Da kann man dann ja nach Wanderstrecken suchen zum Beispiel oder auch Laufstrecken, wenn man sagt, man will joggen. So, das hat den Vorteil, man bewegt sich, kostet nichts, man sieht ein bisschen was, ja, und kommt dann eigentlich mit einem ganz guten Gefühl am Ende zurück. 14 Kilometer hier, ja, 3,3 Stunden und 52 Minuten. Also, ich würde sagen, das gehe ich jetzt mal an und ja, schauen wir mal. Also die Wanderung hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Es war genau eine richtige Mischung zwischen Stadt, so ein bisschen Offroad durchs Gelände. Und ja, Länge war irgendwie auch sehr gut mit 15 Kilometern, wobei ich jetzt ehrlicherweise sagen muss, oh, jetzt weiß ich wirklich, was ich getan habe hier. Also das war schon, ja, da habe ich mir irgendwie alles, was ich heute jetzt gegessen habe und noch esse, habe ich auf jeden Fall verdient. Dann war ich hier wieder auf dem Schiff und dann dachte ich, Mensch, jetzt muss ich nochmal so ein warmes Sandwich ausprobieren am Brot- und Stulle-Stand in der Streetfood-Meile. Und da gab es dann ein Pulled-Pork-Sandwich. Ja, das war ganz gut. Und weil ich dann immer noch Hunger hatte, habe ich dann ein Schokocroissant noch gegessen. Das sind ja irgendwo Fertigprodukte, also oder Produkte, die werden hier an Bord aufgebacken. Die sind wirklich erstaunlich gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr gute Qualität. Also dieses Schokocroissant, ja, das tat nochmal richtig gut. Ja, und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr gucke, Mensch, es ist schon kurz vor 5:30, also wie die Zeit dann auch vergeht. Wir sind jetzt kurz vorm Auslaufen hier aus Malaga. Thank you.
Ja Mensch, die Zeit vergeht knapp 2 Stunden. Das ist schon eher das Auslaufen hier aus Malaga mit Aida Cosma. Und das bedeutet, es ist kurz vor 20 Uhr und ich habe heute einen Tisch reserviert im Beach House. Das ist, würde ich jetzt sagen, so ja, nach diesen fast 2 Wochen hier auf dem Schiff mein Favorit, was die neuen Restaurants angeht. Oder beziehungsweise, ja, was die neuen Restaurants angeht, das sind ja nur 2 am Ende. Aber es ist vielleicht auch generell mein Favorit. Und ja, weswegen, das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal an. Es ist eine Mischung aus Buffet auf der einen Seite, wo man sich Dinge aussucht, die man möchte und wo man sich selber bedienen kann, logischerweise. Und ja, man bekommt eben auch Essen serviert. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Also seht selbst. Also jeder Gast bekommt hier erstmal selbstgemachte Nachos und zwar mit Guacamole. Dann habe ich mir am Buffet so ein bisschen Salat zusammengestellt. Ja, das ist teilweise recht fancy mit gebackenem Blumenkohl oder was und Granatapfel und mit Rote Beete Hummus. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Und hier ist schon ja meine erste bestellte Vorspeise und zwar sind das Tartarbomben. Das ist so von außen frittiert, innen ist rohes Rindertartar. Also das hatte ich schon einmal. Das ist wirklich sehr, 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 sehr lecker. Und hier wäre dann auch schon der zweite Gang und zwar ist das eine Thai-Curry-Suppe mit Garnelen hier. So, diese Hauptspeise gab es jetzt letztes Mal noch nicht, als ich hier war. Deswegen dachte ich, probiere ich die auch nochmal aus. Und zwar Ox Cheek, also Ochsenbäckchen mit Ahornsirup lackiert, so heißt es. Und dann mit überbackener Trüffelpasta, einmal hier, und Chimichurri. Und als Nachtisch habe ich jetzt mal Eis genommen, weil das nicht ganz so schwer ist, wie jetzt vielleicht die Churros, die es hier auch gibt. Und zwar ist das einmal Tonkabohnen-Karamelleis und Kokosnusseis mit weißer Schokolade. Alles beides selber gemacht hier, nur für das Beach House. Also ich bleibe dabei, das Beach House ist hier wirklich mein Lieblingsrestaurant an Bord. Das Ochsenbäckchen war wirklich richtig lecker. Das Eis, ja, war auch gut, aber mein Favorit, und da habe ich so ein bisschen beim Nachbartisch nochmal probieren dürfen, das sind die Churros mit den 3 verschiedenen Sorten, ja. Die gibt es dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, ja. Und danach bin ich dann nochmal ganz kurz im Theatrium gewesen. Es gab jetzt auf dieser Reise kaum große Shows in Anführungsstrichen, ich glaube eigentlich nur 2-mal oder so. Was es relativ häufig gab, waren jetzt hier an Bord diese Fernsehshows, in diesem Fall Wer wird Millionär? Ja, war dann auch ganz gut besucht im Großen und Ganzen, aber ich habe da jetzt nicht mehr so zugeguckt, auch wenn ich das durchaus mal das ein oder andere Mal gemacht habe hier auf der Reise, besonders bei der Pyramide. So, jetzt fragt ihr euch, wo sitzt er denn da? Kann er jetzt nicht mal hier die Dinger mal hier ordentlich hinhängen, die Handtücher, denn ich bin jetzt hier ins Bad gegangen, weil man hat hier ein Licht, nämlich, kann ich mal zeigen, von vorne. Na, das ist ja nicht so ganz unwesentlich, wenn man sich filmt. So, da drin ist nur so ein relativ gelbes Licht, ja, das nur zur Erklärung. Ja, das ist es gewesen, eine Folge hier von More on Board von Aida Cosma. Ansonsten fragt ihr euch, Mensch, was hat er denn da jetzt so lange gemacht? Jetzt war fast 2 Wochen da und jetzt nur eine Folge von More on Board. Das hängt ein bisschen damit zusammen. Es waren hier auf der Reise oder es sind hier auf der Reise sehr, sehr, sehr viele Follower. So. Und ich habe mit vielen wirklich länger gequatscht als jetzt nur irgendwie vielleicht 20, 30 Sekunden, sondern wirklich ein bisschen ausführlicher. Dann habe ich jeden Tag Insta-Story gemacht. So, und ja, das ist halt eben auch was. Und am Ende kann man kein Multitasking machen. Also du kannst dich nicht auf der einen Seite mit Followern unterhalten und Fotos machen und dies und das. Und dann auf der anderen Seite noch Vlogs machen. Das wird dann immer ein bisschen schwierig. So, dann machst du noch Rundgänge. Und dann ist natürlich auch noch so E-Mails und Kommentare und alles Mögliche. Ja, also das ist dann so ein bisschen so die Geschichte, warum sich der ein oder andere vielleicht so ein bisschen wundert, warum macht er da gar nicht so viel. Ja, das ist die Erklärung dafür. Aber klar, im Mittelpunkt stehen natürlich auch im Wesentlichen so die Rundgänge. Das ist ja so der Kern des Ganzen, ne? Ja, ich hoffe, das nochmal zur Erklärung. Es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und wenn ihr mal Angebote checken wollt mit Aida Cosma, dann klickt da auf den Link und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Schiff. Tschüss.